Hallo und willkommen in unseren Unterrichten. Heute gehen wir weiter mit Photoshop. Photoshop, das müssen wir lernen heute. Und zwar, wir gehen weiter mit dem Einstellungsebene. Und zwar diese Möglichkeit, in Photoshop die Farbe und die Helligkeit von Bildern, von bestehenden Bildern zu ändern. Wir haben in der ersten Unterricht jetzt gesehen, einige Werkzeuge, schon viele Werkzeuge, um die Helligkeit eines Bildes zu ändern. Diese Werkzeuge kann man in unterschiedlicher Art und Weise benutzen, um spezielle Effekte zu bekommen oder um Korrektur zu machen. Unser Ziel ist erstmal in erster Instanz einfach Korrektur zu machen. Deswegen auch unsere Aufgabe geht in diesem Sinn, ne? In dem Sinn, dass wir die suchen unter den Bildern, die ich euch zur Verfügung gestellt habe. Die Bilder, die ein Problem haben, die Helligkeit, und versuchen wir, dieses Bild so mit der geeigneten Einstellungsebene zu bearbeiten. So sind zwei die Sachen, die man für diese Aufgabe beachten musste und muss auch für nächste Woche. Und zwar, eine ist, dass man das richtige Bild findet, wo man ein Problem identifizieren kann und dafür eine Stellungsebene benutzen kann. Auf der anderen Seite, dass wir nicht direkt auf dem Bilder arbeiten, auf dem Pixel von dem Bild, Entschuldigung, sondern mit Einstellungsebenen arbeiten. Das heißt, das wird eine zusätzliche Ebene hinzugefügt und dann können wir arbeiten heute, nächstes Mal und so weiter, ohne die Pixel zu verändern. Also das Ergebnis schon, aber die Originalpixel bleiben unverändert. Gut, heute gehen wir weiter mit der Farbe und deswegen werden wir noch 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, 6 sollten sein, Einstellungsebenen, die aber in eine andere Richtung gehen. Und zwar, wir arbeiten mit Farbe. So, wir schauen, wie man einen Farbstich korrigieren kann, wie man eine Foto, die vielleicht kein richtiges Gefühl hat, wir können diese Foto ein bisschen wärmer oder ein bisschen kälter machen, um ein bisschen mehr Persönlichkeit zu geben. Wir können ein Foto total umfärben, wenn wir eine Farbe ganz in eine andere Farbe umwandeln. Und können wir über die Sättigung von einem Foto einfach ein bisschen spielen, damit ein Foto ein bisschen mehr lebendig wird. Außerdem werden wir auch sehen, welcher ist eine von vielen Einstellungsebenen für ein Foto in Graustufe oder Schwarz und Weiß, wie man das nennen will, einfach umzuwandeln. Und welche sind die Möglichkeiten und die Vorteile von genau von diesem Werkzeug? Aufgabe für heute ist, dass wir weitergehen mit dieser Vorlage, die ich euch zur Verfügung gestellt habe. Ich stelle euch zur Verfügung andere Fotos und damit ihr finden können, welche sind die Fotos, die besser passen für eine oder die andere Korrektur. Möglicherweise werde ich aber andere Informationen geben, weil bei einigen von diesen neuen Werkzeugen, die wir heute lernen, ist nicht direkt zu verstehen, welche sind die Korrekturen, die man machen könnte. Deswegen werde ich dort zusätzliche Informationen geben, wenn benötigt. Ich muss die Fotos noch suchen, deswegen weiß ich nicht genau, wie die Lage aussieht in diesem Moment. Abgabetermine habe ich schon gegeben und was noch? Ja, wie geht es weiter dann mit Photoshop? Die Befehle, die wir gelernt haben letzte Woche und die wir lernen diese Woche, sind nicht alle. Wir werden dann eine dritte Folge machen von dieser Miniserie Korrektur mit Francesco Chiavi. Nein, eine dritte Teil machen wir und in diese dritte Teil werden wir nur zwei oder drei Farbkorrekturen noch hinzufügen und dann sind wir damit fertig. Warum machen wir nicht alle zusammen? Weil manchmal, ihr habt gesehen, auch bei der Helligkeit, sind so ähnlich dass man durcheinander machen wird. Deswegen, wir das verteilen in 3 Wochen, ist vielleicht einfacher, ein Werkzeug besser zu verstehen. Gut.
Das war's für jetzt. Ihr findet dann ein anderes Videotutorial und für Fragen und Informationen sehen wir uns in Online Campus später. Dann bis dann. Ciao.